Ja, willkommen zurück zu Little Big Planet, PS Vita. Die hätten dem Spiel ruhig einen anderen Namen geben können. Ich meine, das PS Vita am Ende, das hätte man nur durch Vita austauschen können oder so. Aber gut, das lassen wir jetzt mal. Da oben sehen wir im Übrigen die tolle Dekoration, die wir am Ende des letzten Parts aufgehängt haben. Ich finde sie sehr stylisch, also da oben, da seht ihr das. Gibt dem Ganzen auf jeden Fall einen frischen Pep hier so, der Zentrale. Und wir, oh, wir haben schon 45% abgeschlossen. Ach nee, 45% Preise gesammelt. Was aber meiner Meinung nach gleichzusetzen ist mit abgeschlossen, denn wir haben nur noch drei Level und einen davon spielen wir jetzt. Boah, und ich hoffe, ich brauche nicht wieder 19 Minuten für den Level. Und wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich ein bisschen Punktblasen, die ich jetzt nicht sofort erreichen kann, liegen lasse. Aber Preisblasen, boah, nix geht über Preisblasen. Unordnungen werden in Ordnung gebracht. Ja. Ach, keine Erklärung. Super. Also bisher gab es am Anfang immer erst so eine Cutscene oder so eine Erklärung von irgendeinem Typen. Ach, da oben ist er wieder. Super. Los, Sackboy, die Zeit rennt. Und du musst schneller rennen. Das ist ein Renntor. Stell dich auf seine Basis, um den Countdown zu starten. Je schneller du das Zieltor erreichst, desto mehr Punkte erhältst du. Springe durch die Reifen, um noch mehr Punkte abzuräumen. Also mit anderen Worten, wir rennen jetzt. So kann man das sagen. Möp. So. Gut, das war jetzt nichts mit Punkten. So. Ja, da muss ich mich jetzt etwas konzentrieren. Da habe ich eine Preisblase. Nein, ich habe eine Preisblase übersehen. Ich habe eine Preisblase übersehen. Hallo, Ende der Welt und so. Da. Na, also, so. Das musste jetzt aber mal sein. Nein. Scheiße. Puh. So. Nein. Komm, das holen wir uns aber noch hier so. Da scheiße ich auch auf alle Zeitbelohnungen, die wir bekommen. Solange ich die Preisblase. Nein. Nein. Ja. So, was jetzt? Ja, na also. So, komm. Ach, da haben wir noch rechts was. Merke ich gerade erst. So. Wunderbar. Wenn man bedenkt, was man mit den Stickern alles machen kann, dann würdet ihr auch verstehen, warum ich hier so erpicht darauf bin, die zu sammeln. Denn, ja, vielleicht ist da zwischendurch mal einer dabei, wodurch wir weitere Preisblasen bekommen. Und letztendlich haben die eigentlich trotzdem keinen Sinn. So. Aber es muss ja nichts heißen. Nein. Was? Ah, ja, sehr gut. Das Spiel bietet auf jeden Fall Mehrwert im Gegensatz zu Little Big Planet 2. Da muss ich meine Aussage, dass das manchmal vielleicht als störend empfunden werden könnte, zwar jetzt nicht revidieren, aber etwas abschwächen. Denn es ist doch einigermaßen lustig. Oder zumindest herausfordernd. Herausfordernd ist wohl das passendere Wort. Na, wohin jetzt? Ach, da. Na, natürlich. Komm. Nein! Nein! Da! So. Nein. Ach komm. Na also. Wird doch. Ja!
Sehr gut, die nächste Herausforderung testet dein Querdenkvermögen. Nein, danke, ich würde gerne den Level abschließen. Ah, doch, ja. So, mal schauen, haben wir irgendwas vergessen? Aha, Flöten. Rockabilly, ja, Rockabilly-Frisur, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und wie viel Prozent kommen? 100. Ja, also ich habe auf jeden Fall 19% vergessen. Habe ich definitiv nicht festgestellt. Vielleicht, das muss ein Fehler im Spiel sein. Also ich würde nie irgendeine Preisblase vergessen. Nein, nein, nein. Aber gut, wir haben nur 5 Minuten für den Level gebraucht. Sind nach. Da schaut mal. Denkt mal über diesen Satz nach hier und dann, ja, dann habt ihr die Antwort nach dem Sinn des Lebens. So. Nach der Frage nach dem Sinn des Lebens. Du bist also schon von deiner kleinen Lauftour zurück? Und schwitzen tust du auch kaum? Entweder bist du eine Super-Sack-Person oder das hier fällt dir einfach zu leicht. Aber sei gewarnt. Dir stehen Gefahren bevor, die deine Wolle grau werden lassen. Es sei denn, sie ist schon grau. Also, ich glaube, meine Wolle ist noch nicht grau. Kommt drauf an, was ihr mit Wolle meint. Die Wolle in meinen Kissen ist natürlich doch einigermaßen grau. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass mein Kissen mit Wolle gefüllt ist. Aber ich brauchte halt irgendeinen halbwegs sinnvollen Satz, den ich hier sagen kann, damit das nicht allzu langweilig erscheint. Was es eigentlich sowieso nicht tut. Sehet, es wird etwas geladen. Ja, auf jeden Fall sehr gut, die Sätze. Du bist fast am letzten Hindernis, aber ich habe eine Frage an dich. Bist du bereit für meinen Palast des Merkwürdigen? Nein, bin ich nicht. Aber da gibt's ein paar Punkte. Danke! Ja. Wir sind in einem Mund eines Clowns und finden das nicht besonders lustig. So, zum Glück hat er sein Maul wieder zugemacht, sonst kommen Fliegen rein. Ach, das sind wir vergrößert. Ach, fällt mir gerade das auf. Wunderbar. Mehr oder weniger wunderbar. Komm, das ist ein Foto wert, oder? Ha! So, toller Schnappschuss. Können wir dann gleich überall hier im Level aufkleben. Was jetzt? Ah! Na, was haben wir hier? Ah, so. Na. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Kann ich jetzt schon mal sagen. Fuck. Nein, nein. Boah, gerade nochmal Glück gehabt. So. Nein! Na! Scheiße, wie komme ich denn da durch? Warte mal. So, und Start! Nein! Ah! Was? Hä? Ach, ja, natürlich. Ich weiß es schon. Gut. Ja. So einfach, wisst ihr? Und ich komme natürlich nicht drauf. Ist ja klar, so. Und ich habe mein Versprechen gerade eingelöst, dass ich nicht jede Punkteblase sammle. In der nächsten Lektion lernst du, deinen Gegnern gegenüberzutreten. Ich lese mal vor, weil da oben, der Weißabgleich der Kamera funktioniert nicht so richtig, in solchen Szenen. Besiege diese Fieslinge mit einem Sprung oder einem Schlag auf den Kopf. Damit hätten wir unseren ersten Gegner. Und der ist so schwer zu besiegen. Da, schaut her, das war so eine Herausforderung. Das auch, ja, also ist unglaublich schwer. Ihr wisst gar nicht, wie schwer diese Feinde hier zu besiegen sind. Nee, aber die werden aber wahrscheinlich noch schwieriger im Laufe der Story. Ja, wie auch bei den anderen Little Big Planet Teilen. Ich hoffe doch, dass ihr eine Playstation habt und schon mal einen Teil gespielt habt. Denn ja, sonst würdet ihr wahrscheinlich überhaupt nicht nach diesem LP suchen.
vorausgesetzt, ihr habt überhaupt nach dem LP gesucht und nicht nach einem sinnlosen Video. Obwohl ich euch damit natürlich auch dienen kann. Moment mal. Nein! Ja, das hat es jetzt auf jeden Fall gebracht. Gut. Selbstmord war jetzt zwar nicht meine Absicht, aber gut, ist jetzt auch ein Feature vom Spiel. Ich wollte nach rechts. Guck mal, Preisblasen. Sehr gut. Weg mit dir. Insekt. Das sieht jetzt für mich nach Tod aus. Und ich glaube, wenn ich hier gegenlaufe, dann sterbe ich. Und jetzt nicht mehr. So, also diese Fallen kommen oft davor in diesen Spielen. Alle hopp, ich habe einen brandneuen Trick für dich. Gleich voraus. Ja. Ach, das geht auch. Super, mit dem Finger einfach langfahren und dann kann man das in einem Schwung öffnen, diese Teile, oder wegdrücken. Ja, super, toll. Wahnsinniger Trick, also ich bin auf jeden Fall begeistert. Das war der... Ach nee, das... Ah! Oje, oje, wie kannst du dich aus dieser prekären Situation befreien? Es wäre toll, wenn wir irgendwie diese Blöcke rausdrücken könnten. Zum Glück gibt es ja das Rückseiten-Touchpad deines Systems. Wenn du das Rückseiten-Touchpad verwendest, erscheint ein praktischer Markierer, der dir genau zeigt, wohin dein reizender Finger sich bewegt. Ziehe deinen Finger einfach über das Rückseiten-Touchpad, um die Blöcke aus ihren Rahmen herauszulösen. Sehr gut. Jetzt kannst du wunderbar über den Stein gehen. Und wenn du magst, kannst du ihn wieder an seinen Platz zurückschieben, indem du den Touchscreen antippst. Sieh mal, wie sich beim Vor- und Zurückschieben das Aussehen verändert. So erkennst du, wann du den Touchscreen und wann du das Rückseiten-Touchpad verwenden musst. Das ist wirklich hilfreich. Ja, wirklich hilfreich. Also ich habe es ja gerade schon selber rausgefunden, habt ihr vielleicht gemerkt. Ja, hier kommt zum ersten Mal der Rückseiten-Touchpad, das Rückseiten-Touchpad zum Einsatz. Und ich finde es auch ziemlich auffällig, dass er anstatt PS Vita einfach nur System gesagt hat. Gibt es etwa andere Videospielsysteme mit zwei Touchpads? Ich glaube nicht. Außer der Nintendo 4DS, der ja auch morgen rauskommt, ne? Kennt ihr ja. So. Ja, das dürfte zu einer Herausforderung werden in späteren Spielabschnitten. Aber ich werde natürlich tun, was ich kann, um das beste Spielerlebnis nicht nur mir, sondern auch euch zu bieten. Natürlich nicht verbal, denn verbal ist das bei mir immer alles Bullshit. Nun gut, so. Ich lasse mal Sackboy da ein bisschen springen. Während ich hier springe. Ja, voll sinnvoller Satz. Und während ich hier diese Teile hochmache. Also wie gesagt, kann öfter... Was heißt wie gesagt? Habe ich das überhaupt schon gesagt? Es kann öfter vorkommen, dass ich die Vita nicht so ganz zentriert vor der Kamera halten kann. Das liegt aber einfach an dem Spiel, das ich gerade spiele. Das geht halt nicht anders. So. 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 Da oben. Also ist auf jeden Fall praktisch mit dem Rückseiten-Touchpad, obwohl ob das praktisch ist, das wird sich noch herausstellen. Nein. Ja, komm. Na. Ja, na also, ich wollte schon sagen, also Preisblasen müssen auf jeden Fall mit. Habe ich ja jetzt nicht, habe ich jetzt auch nur einmal erwähnt erst, ne? So. Also das Spiel ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall frische neue Ideen. Ein paar ist jetzt nicht eine direkte Kopie von Little Big Planet 2. Macht auf jeden Fall Spaß, kann ich schon mal sagen. So. Natürlich kann ich hier nicht leugnen, dass ich... Nein! Ja, boah, ich wollte schon sagen, ne? Natürlich kann ich hier nicht leugnen, dass es mir mit Sicherheit irgendwo ein bisschen mehr Spaß machen würde, wenn ich es spielen würde, ohne die Kamera vorm Kopf zu haben. Allerdings macht es mir natürlich Spaß, euch mit meinen tollen Videos zu beglücken. Und ja, das ist ja schon alleine das wert.
Ich sehe, da unten sind Stacheln an diesen Viechern dran. Das heißt ab sofort... Scheiße, nein! Ach nee. Ach, ich kann da links drauf springen. Nein! Ja. Das war jetzt auch nicht direkt mein Ziel, diese Aktion. Ich will nämlich die Preisblasen da oben bekommen. Und ich glaube, dazu muss ich mal auf dieses Sprungbrett da. Ja, na also. Ah, wollte schon sagen. Geht doch. Nein! Ah! Scheiße. So knapp. Na komm, jetzt. Zweiter Anlauf. Ja. So. Puh. Letzte Sekunde, würde ich sagen. So. Und zum ersten Mal haben wir da oben einen dieser schönen Schalter, die wir runterziehen können. Perfekt. Ah. Tschüss. Tomate. Ja, ich wollte mal wieder was Sinnfreies einwerfen. Ich hoffe, das stört nicht besonders. Zackboy, du bist verkehrt herum. Dein Unterstes ist zu oberst. Findest du einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ach, scheiße. Ach, ich dachte... Ach, ja, gut. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der das wörtlich meint. Scheiße, ich muss jetzt gerade umgekehrt laufen. Zwar würde ich jetzt im Normalfall die Vita umgekehrt halten. Allerdings... Ah, haben wir das Problem gerade gelöst? Hervorragend rückwärts gedacht. Du hast ein gutes Gespür für die Decke. Ja, denn das war sehr schwer gerade, das zu machen. Das habt ihr ja auch gesehen. So lange, wie ich gebraucht habe, um den Schalter zu finden. So. Das kommt irgendwie alles rüber, als würde ich das Spiel kritisieren. Nein, ich finde das Spiel ziemlich gut, aber das ist halt meine Art der Unterhaltung. Komm, na... Da unten war doch noch was. Ja, ich wollte schon sagen. Obwohl es jetzt zwar auch nur Punkteblasen sind, aber ja, die habe ich jetzt in diesem Fall halt mal nicht ignoriert. So. Ah, auch sehr praktisch. Bah, erschreckt mich nicht. Scheiß Clown. Wer von euch hat Angst vor Clowns? Schreibt es in die Kommentare. Wahnsinn. Ich stelle immer so sinnvolle Fragen, die auch so viel mit dem Spiel zu tun haben. So. Und ich gehe davon aus, dass wir gleich sowieso wieder da oben rüber müssen. Deswegen ziehe ich das direkt mal wieder raus. Da vorne brauchen wir wieder zwei Spieler. Ja, schon wieder so ein behinderter Clown da vorne. Die haben es aber auch hier. Kannibalia, ey. Ja. Die wollen mal einen Jahrmarkt mit... die sollen mal einen Jahrmarkt ohne Clowns planen. Unmöglich, ne? Heutzutage. Ja. So. Also ich habe jetzt keine Angst vor Clowns, aber ja, nicht. Zumindest schon, wenn sie hässlich sind, sage ich mal so, aber... Ach, jetzt dürfen... So. Warte. Ja. So eine Art Rätsel. Oder so eine Art Rätsel. Was heißt so eine Art Rätsel? Das ist ein Rätsel. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, wenn ich zuerst alles nach vorne geschoben hätte und dann einzeln nach hinten. Aber ja, so lernt man halt auch. Ach, warte mal, da oben, da haben wir noch eine Preisblase. So. Puh, scheiße, was mache ich jetzt damit? Ah, ach, so rum. Ja, das musst du mir auch erstmal verraten. So, da haben wir schon wieder einen Preis. Also Grafik ist ja auf jeden Fall Bombe bei dem Spiel. Das kann ich jetzt zwar so als Person hinter der Kamera nicht direkt geil beurteilen, aber ich denke, das Wort geil hat hier nicht ganz gepasst. Ich würde eher sagen, gut. Ach, ich bin schon zu spät, das sehe ich jetzt schon. Ja. Ach, scheiße. Ja, da stirbt man natürlich direkt. So, jetzt gutes Timing. Komm. Nein! Na. Na komm, den Level beende ich jetzt mal. Also manche Parts werden mitunter Überlänge haben, aber das liegt einfach nur daran, dass ich hier diesen... Ja, na also. Ach, da hätte ich direkt drauf kommen können. Jetzt müssen wir von hier aus natürlich wieder darüber.
So. Jetzt können wir ruhig, ne? Obwohl ich jetzt natürlich nicht... Oh, ach, scheiße, ich hatte den anderen Checkpoint schon wieder aktiviert. Ja, dann hätte ich besser nicht sterben sollen. Nein! Ah! So, gutes Timing ist angesagt. Hopp und hopp und yay! So, ah, da haben wir schon wieder so eine kleine Preisbrase. Komm zu Papa, komm zu Papa. Danke. Nein, nicht darunter. Ist verrückt. Papa ist hier oben. Ja, so, und ja. Das Kostüm geht mir langsam auf die Nerven, so wie der da mit seinem fetten Bart rumwedelt. Obwohl das, glaube ich, nichts zum Spielinhalt so direkt beiträgt. Ach, jetzt müssen wir hier hinten lang. Innovation über Innovation, sag ich mal. Da oben haben wir so einen Sticker dabei. Nee. Zumindest ist er nicht markiert, der Sticker, den wir brauchen. So. Ach, da oben haben wir. Na, was macht das Teil? Oh, Innovation. Also ich finde das auf jeden Fall schon mal gut gemacht hier. Das ist jetzt alles nicht Ironie oder so, das ist tatsächlich mein voller Ernst. Ich finde das Spiel bis jetzt ziemlich gut. Also die 40 Euro für das Spiel haben sich auf jeden Fall bisher mehr gelohnt als für Resistance. Tut mir leid, muss ich einfach mal so sagen. Schlau gemacht, Sackboy. Du bist noch klüger, als ich aussehe. Auf die Bühne. Bitte zu deinem letzten Test. Also dieser Test wird so schwierig. Ich muss euch leider jetzt schon mal darauf vorbereiten. Einmal ausatmen. Und einatmen. Und jetzt schreiten wir voran zum letzten Test. Hurra! Der war so schwierig. Ich schwitze schon direkt. So anstrengend war das. Ich glaube, dieser Part war besser als der letzten, weil ich mich weniger verhaspelt habe und weil ich... eigentlich war er genau so wie die letzten. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Jetzt beenden wir hier nochmal kurz und wechseln ins Menü. Hier finde ich es auf jeden Fall besser als im Resistance oder irgendwelchen anderen Spielen, dass man hier nach jedem Level gespeichert wird. Richtiger Satz, weißt du Bescheid so? Okay, also ich finde es auf jeden Fall besser, dass man nach jedem Level hier speichert. Das gibt mir etwas mehr Flexibilität beim LP. Oh. Dieses Abzeichen sieht größer aus als die anderen. Ich verderbe dir nicht gerne die Überraschung, aber an deiner Stelle würde ich mich lieber auf einen schwierigeren Test des wildbärtigen Oberst vorbereiten. Ja, der Test gerade war ja auch so unglaublich schwierig. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die vorherigen Parts nicht gefallen haben, dann werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht bis hierhin geguckt haben. Aber wenn euch das gefallen hat, dann hoffe ich, dass euch das hier auch gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen. Fast hätte ich vergessen, es zu erwähnen. Natürlich das Allerwichtigste am Video, immer die Bewertung. Bis dann.